ich alle meinen Screen, ne? Jawohl. Ich kann ihn Sehr auch schön. sehen. Ja, wunderbar. Okay, ja. Dann hallo, herzlich willkommen zu diesem Webinar Akzeptanzmanagement, Ängste nehmen und für Neues begeistern. Mein Name ist Petra Dolev. Ich bin bei der Movo im Bereich Customer Success Consulting tätig. So, ich möchte gerne in diesem Webinar den Bogen schlagen von der Kunden über die Mitarbeiterzufriedenheit im Contact Center, also eigentlich für alle Mitarbeiter, die durch einen Veränderungsprozess gehen. Und ja, da ich in diesem Thema gerne auch mal abschweife, werde ich mich in den kommenden 20 Minuten auf das Was, Warum, Weshalb und Wie fokussieren, das wir auch hier in der Agenda sehen. Und nach einem Wrap-up hoffe ich, dass Sie etwas für sich und Ihr Unternehmen mitnehmen können oder mich dann zum weiteren Austausch kontaktieren werden, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde. Ja, was wollen wir? Wir alle wollen Sie, ne? Die zufriedenen Kunden, vielleicht aus unterschiedlichen Beweggründen, aber wir alle wollen Sie. Und dafür tun Unternehmen sehr viel, und zwar in jedem der Phasen des Customer Lifecycles, den wir hier sehen und kennen. Vielleicht können Sie sich ja auch gerade mal fragen, was Sie denn alles tun in diesen einzelnen Phasen. Vielleicht investieren Sie in Werbemaßnahmen oder Produkte bekommen Upgrades, setzen neue Technologien in den verschiedensten Bereichen ein. Also tun quasi alles für loyale und zufriedene Kunden. Wie gesagt, in jedem dieser Phasen des Customer Lifecycles. Einer aktuellen Studie zufolge von Cisco bewegt jedoch bereits ein negatives Erlebnis mit dem Kunden, des Kunden mit dem Anbieter, 25% der Kunden den Anbieter zu wechseln. Und von diesen 25% kommen dann auch 86% nicht wieder zurück. Und die Kosten, einen neuen Kunden zu gewinnen, sind 6-mal größer, als ihn zu halten. Und ja, ne, natürlich gibt es die unzufriedenen Kunden, und beziehungsweise sie werden es aus unterschiedlichen Gründen, und dafür können auch die Gründe vielfältig sein. Vielleicht ist das Produkt schlecht oder zu teuer oder hat ein schlechtes Image, oder vielleicht haben wir einfach hinderliche Prozesse im Hintergrund. Oder aber sie haben schlechte Erfahrungen mit einem Mitarbeiter gemacht, weil dieser vielleicht zu inkompetent oder zu unfreundlich war oder aus sonst irgendeinem Grund nicht weiterhelfen konnte. Ja, jetzt nehmen wir aber an, Sie haben ein gutes Produkt, das Produkt ist preislich konkurrenzfähig und Sie tun alles dafür, dass Ihre Unternehmensprozesse verbessert werden. Solange Sie Ihren Mitarbeitern nicht all die Werkzeuge an die Hand geben, damit Sie eben einen hervorragenden Service am Kunden erbringen können, werden Ihre Investitionen nicht den gewünschten ROI hervorbringen. Denn es gibt keine zufriedenen Kunden ohne zufriedene Mitarbeiter. Und da sind wir auch schon bei unserem Warum, ne, auch von unserem Agenda-Punkt. Denn die Mitarbeiter oder Ihre Mitarbeiter sind die, die jeden Tag in der Interaktion mit Ihrem Kunden stehen. Ne, wir sehen das auch hier an dieser Slide, wie Sie miteinander kommunizieren. Denn wenn Ihre Mitarbeiter den Umgang mit den neuen Tools nicht verstehen und von den Prozessen überfordert sind, dann werden Sie im Außenbild für den Kunden keine herausragende Custom Experience schaffen können. Und wenn sich Mitarbeiter nicht wohlfühlen und ihre Arbeit nicht mögen, dann merken das Kunden an verschiedenen Stellen. Ne, an der Stimmlage, wie der Mitarbeiter zuhört, wie geduldig er ist und natürlich, wie kompetent er dann auch antwortet. In den Zeiten der Digitalisierung bedeutet es aber dann auch umso mehr, dass wir die Mitarbeiter nicht auf der Strecke lassen dürfen und auf die Reise mitnehmen müssen, denn sie sind unser Sprachrohr zu unseren Kunden. Ja, erschreckenderweise scheitern Change-Initiativen allerdings meist genau hier. Tatsächlich scheitern nämlich 70% aller IT-Projekte, weil auf diesen Faktor Mensch zu wenig eingegangen worden ist. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, wir brauchen zufriedene Kunden und haben entsprechend hohe Anforderungen an unsere Mitarbeiter. Wir sehen jetzt hier in dieser Slide, ne, unseren Mitarbeiter und die ganzen Icons, die auf ihn niederprasseln. Und ja, in unserer Zeit, dem Zeitalter der Digitalisierung, ist
Veränderung allgegenwärtig und jeder Contact-Center-Mitarbeiter ständig dem Fakt ausgesetzt, dass er etwas Neuem begegnen muss. Na, so wie wir es hier sehen auf dieser Slide, wo die Icons auf uns reinprasseln. Also seien es neue Kanäle, wie wir es jetzt beispielsweise symbolisch auf der linken Seite sehen, oder neue Skills auf der rechten Seite, so wie heute Beschwerdenmanagement und morgen Up- und Cross-Selling. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen und diese Dinge müssen trainiert werden, sei es eben in Richtung Kanäle, Skills oder eben Tools, die derjenige bedienen muss. Und vielleicht ein Beispiel zu den Tools, die der Mitarbeiter bedienen muss. Also wir hatten kürzlich einen Kunden, der für seine Callcenter-Mitarbeiter ein neues Kommunikationstool ausgerollt hat, leider ohne Akzeptanzmanagement. Die Mitarbeiter konnten das Tool aber nicht bedienen und waren überfordert, ne, jetzt mal ganz salopp gesagt. Sie haben keine Einführung bekommen und sollten einfach von heute auf morgen funktionieren, denn es ist ja so einfach, das braucht kein Training, so die Aussage. An die Folgen waren aber dann Gesprächsabbrüche und schlechte Audioqualität sowie gestresste Mitarbeiter. Und klar, der Kunde war entsprechend unzufrieden. Und da sind wir jetzt halt gerade dabei, mit verschiedenen Maßnahmen die richtige Bedienung des Tools zu vermitteln und haben da auch schon sehr positive Resonanzen verzeichnen können. Und ja, die Kundengespräche sind messbar besser geworden. Also wir haben erkannt, dass wir die Mitarbeiter motivieren müssen, beziehungsweise dass wir sie mit einbinden und abholen müssen. Und das nennen wir bei uns Akzeptanzmanagement. Ja, was gibt es da zunächst mal zu verstehen? Mitarbeiter sind nicht alle gleich. Na, wir haben hier mal eine mögliche Klassifizierung der verschiedenen Menschentypen, wie wir sie auf der Kurve sehen, da komme ich gleich zu, im Verhältnis zum Veränderungswiderstand optisch aufgearbeitet. Na, also wir sehen auf der linken Seite die Anzahl der Betroffenen im Prozent und auf der rechten Seite den Veränderungswiderstand zunehmend in Pfeilrichtung. Die Zahlen, die wir hier sehen, sind nur ein Richtwert. Das kann je nach Unternehmenskultur ganz anders ausschauen. Aber es war einfach mal so ein Richtwert. Gut, dann kommen wir zu den verschiedenen Menschentypen. Da gibt es eben die Flüchtigen. Das sind die Kollegen, die innerlich vielleicht schon lange gekündigt haben und das Unternehmen im Prinzip auch schon verlassen haben. Das Extrem auf der anderen Seite sind die Visionäre. Das sind die, die meistens Change-Initiativen initiieren oder wenn nicht, dann zumindest ganz vorne mitmischen. Also um die müssen wir uns keine Sorgen machen, die werden sicherlich mit dabei sein. Deutlich anspruchsvoller sind eigentlich diese Kameraden hier, die sogenannten Guerillakämpfer. Diese finden wir in fast jedem Unternehmen. Die sagen Ihnen nämlich nicht offiziell, dass sie Vorbehalte gegen das anstehende Projekt haben, gehen dann aber hin und verbreiten in der Kaffeeküche die schlechte Stimmung. Und da sind uns die frontalen Gegner viel lieber. Die äußern wenigstens offen und klar ihre Meinung und geben uns da durch halt auch eine gute Möglichkeit, in einen direkten Dialog mit ihnen einzusteigen. Ja, und ganz wichtig für uns sind die Promotoren, die sich schnell dann als Botschafter für neue Projekte begeistern lassen und die dann auch gerne ganz vorne weg marschieren. Und ja, die können wir dann auch wunderbar als Meinungsbildner nutzen und sind auch sehr wertvoll für die Adressierung der letzten beiden Gruppen. Also für die, zum einen für die große Gruppe der passiven Mitarbeiter, die zunächst mal kaum sichtbar sind und erstmal abwarten, was passiert. Und last but not least den Opportunisten, ne, den Anpassern, die ihr Fähnchen immer so ein bisschen im Wind hängen haben. Ja, und das sind die einzelnen Gruppen und die sind unterschiedlich bedeutsam für das Gelingen des Projekts. Und es geht ja da immer darum, eine kritische Masse zu mobilisieren. Und Erfahrungswerte von unseren Projekten, also nicht nur von unseren Projekten, von allgemeinen Change-Initiativen zeigt, dass etwas über ein Drittel der Mitarbeiter mobilisiert werden müssen, um ein Projekt wirklich in Schwung zu bringen. Und das gelingt, indem wir uns vorrangig auf den linken Teil der Kurve fokussieren. Und so werden nach und nach Mehrheiten geschaffen und immer mehr Mitarbeiter schließen sich dann der Change-Initiative an oder der Veränderung. Ja, so sind eigentlich die meisten Unternehmen aufgebaut.
Außer Sie sind vielleicht ein Startup im Silicon Valley, da kann das ein bisschen anders ausschauen. Aber in unseren Breitengraden sieht es ungefähr so aus. Und da sehen wir auch, dass die Mehrheit unseres Unternehmens unsere Hilfe braucht, sich in Veränderungen zurechtzufinden. Aber warum ist denn das so? Warum haben so viele Mühe mit Veränderungen? Ja, die Gründe dafür sind vielfältig, ne? Das sind so, hier sehen wir einige Aussagen oder einige Gründe, warum alles so bleiben soll, wie es ist. Ein paar davon möchte ich jetzt gerne mal nennen, wie zum Beispiel der aktuelle Zustand ist komfortabel. Niemand verändert sich gern ohne guten Grund. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Oder das Tagesgeschäft dominiert alles. Ne? Also ich habe so viele offene Tickets. Wann soll ich mich denn noch mit neuen Tools, Skills, geschweige denn neuen Kanälen beschäftigen? Muss ich noch mehr Überstunden machen? Oder vielleicht die Angst vor dem Unbekannten, ne? Ja, wenn jetzt dieser Prozess eingeführt wird, was geschieht dann mit meiner Rolle? Gibt es mich dann überhaupt noch in diesem Unternehmen? Vielleicht fehlt es auch an glaubwürdiger Führung, denn wenn mein Vorgesetzter diese Tools absolut, ne, sinnfrei findet, warum sollte ich mich dann damit beschäftigen? Oder eben, das alles ergibt gar keinen Sinn. Ne, das sind so ein paar Gründe und warum eben alles so bleiben soll, wie es ist. Und ich sage das oder ich erkläre Ihnen das hier, weil es wichtig ist, wir müssen, damit wir die Mitarbeiter abholen können, zumindest ansatzweise verstehen, was diese bewegt und warum Veränderungen für die breite Masse so schwer sind. Denn jeder Mensch hat eine natürliche Angst gegenüber Neuem. Das ist ganz natürlich. Und je nachdem, welche Erfahrungen er mit vergangenen Veränderungen erlebt hat, halt auch in verschieden starker Ausprägung. Also der erste Schritt zu einem erfolgreichen Change ist es eben genau das zu verstehen, dass Veränderungen nicht immer einfach sind und dass es ein Prozess ist. Und das klingt eigentlich ganz einfach, aber wir sind es halt nicht. Jetzt habe ich oft vom Akzeptanzmanagement gesprochen. Und da kommt natürlich die Frage, was ist Akzeptanzmanagement eigentlich? Und per Definition, und die finde ich eigentlich auch ganz gut, ist es die Planung und Durchführung von Maßnahmen, die eben dazu dienen, bei Anwendern oder Betroffenen, also den Stakeholdern, die Akzeptanz für ein Produkt oder eine veränderte Situation zu fördern. Nichts davon ist wirklich neu oder von uns Damovo erfunden, aber es scheint trotzdem noch ein sehr langer Weg zu sein, dass eben entsprechende Maßnahmen per se angewandt werden. Und wie wir gehört haben vorhin, scheitert wirklich noch ein Großteil von Change-Projekten an diesem Faktor Mensch. Und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr verstehe ich, dass sich im Prinzip alles um Kommunikation und Training dreht. Und dass es aber tausend Wege gibt, um zu kommunizieren und viele verschiedene Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln, macht es dann halt trotzdem nicht viel einfacher. Also hier lohnt es sich oder macht es Sinn, kreativ zu werden und zu investieren. Und wie gehen wir da am besten vor? Na, da kommen wir jetzt zum Wie in unserem Agenda-Punkt. Wie begeistern wir unsere Mitarbeiter? Und hierzu haben wir vier klassische Schritte, die wir anwenden und die sich bei uns bewährt haben. Im ersten Schritt gehen wir in die Analyse, in die Zielsetzung und dann im zweiten Schritt wählen wir unsere Module aus. Im dritten Schritt gehen wir dann in die Planung bzw. die Umsetzung und im vierten Schritt die Reflexion. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Schritte etwas genauer an, beginnen mit der Analyse, der Zielsetzung. Also hier fragen wir uns, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Welche Risiken können wir bereits benennen? Also wissen wir bereits von Mitarbeitern, die uns Steine in den Weg werden? Was sind unsere Guerillakämpfer? Welche Promotoren können wir nutzen? Ne? Und dies ist dann oftmals auch ein guter Zeitpunkt, um frühere Change-Initiativen zu analysieren und Feedback von den Mitarbeitern einzuholen. Was ist gut gelaufen und wo eben Verbesserungspotenzial vorhanden ist? Und anhand dessen kann man dann auch den Fokus entsprechend setzen. Und da haben wir hierzu eine Befragung erstellt, welche verschiedene Ebenen einer Veränderung abfragt und analysiert.
So, und des Weiteren wollen wir natürlich wissen, was die Ziele der Change-Initiative sind. Also nicht Ziele wie, ich möchte eine Digitalisierung meiner Abteilung, sondern messbare Ziele, wie zum Beispiel die First Resolution Rate soll gesteigert werden oder die Reduktion der Fallbearbeitungszeit pro Case oder und die Reduktion der Nachbearbeitungszeit oder vielleicht sowas wie der Net Promoter Score soll um X% gesteigert werden. Also ohne messbare Ziele kann man den Projekterfolg halt nicht messen und dann nur subjektiv den Erfolg oder Misserfolg belegen. Also entsprechend erarbeiten wir, falls nicht bereits vorhanden, eben diese messbaren Ziele. So, und im zweiten Schritt machen wir dann anhand der Analyse und der Projektbeschreibung, da wählen wir dann die passenden Module aus oder erarbeiten mögliche Maßnahmen für die Mitarbeiter. Und auch hier wieder, ne, wir hören es wieder, geht es in der Essenz immer um eine Form der Kommunikation und entsprechendes Training über die Nutzung. So, und hier sollte man sich so richtig austoben. Wir sehen hier verschiedene unserer Module im Überblick, also einen Auszug davon. Und bei diesen Modulen ist es wichtig, gerade im ersten Schritt, die Mitarbeiter zu informieren, ne? Ihnen zu zeigen, warum wir was verändern, wozu die neuen Tools da sind und was wir uns erhoffen. Denn unsere Mitarbeiter machen vieles mit, wenn sie eine gewisse Sinnhaftigkeit erkennen können. Und das können wir dann eben erreichen über, um vielleicht mal ein paar Module zu nennen, zum Beispiel Informationsveranstaltungen oder Diskussionsforen, Stakeholder-Dialoge, ne? Oder einer anderen ausgewählten Kommunikationsform. Und damit bilden wir bereits eine gute Basis, um die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Und ja, wenn man das so bildlich beschreiben möchte, also Mitarbeiter im Boot zu haben, die dann aber nicht rudern können, das ist auch nicht optimal, ne? Also trainieren wir sie. Und auch hier haben wir wieder verschiedene Module, wie zum Beispiel Gamification. Ne? Das ist ein sehr interessantes Modul, wo wir eben im Spiel Wissen vermitteln. Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Variationen von, aber eine, die mir ganz gut gefällt, wo man dann als Avatar Fragen beantwortet zu den neuen Tools oder zu Prozessen und dann eben auch, je nachdem, wie gut man diese Fragen beantwortet, in weitere Level hochsteigen kann. Und ja, das kann man dann als Einzelavatar machen oder man kann in Gruppen beziehungsweise Abteilungen gegeneinander spielen. Und ja, das kann verschiedene Dimensionen annehmen. Ist also wirklich sehr interessant und mal was Neues, womit man vielleicht auch Mitarbeiter erreicht, die man sonst schwer erreichen kann. Man kann auch über sogenannte How-to-Videos Wissen vermitteln, ne? Also kurze Videos, welche zeigen, wie einzelne Aktionen auszuführen sind. Also damit der Mitarbeiter seine Fragen gezielt beantworten bekommt. Da, wie zum Beispiel, wenn wir irgendeine Frage haben oder wenn ich eine Frage habe, zum Beispiel bezüglich Formatierung, dann tippe ich in YouTube oder in Google meine Frage ein und schaue mir dann eben ganz kurze Antwortvideos dazu an. Und um dieses Konzept herum haben wir eben ein sogenanntes User Experience Portal erstellt, wo wir dann mit den Mitarbeitern zusammen das umsetzen. Und das ist sehr effizient und macht nebenbei auch eine ganze Menge Spaß. Genau, also da gibt es auch verschiedene Varianten und Variationen von, oder zum Beispiel Floorwalker, die die Mitarbeiter in der Anwendung unterstützen, gerade bei Go-Lives, ne, damit diese nicht alleine sind, Fragen beantworten können und dass sich auch keine Falschanwendungen einschleichen. Ja, da gäbe es viel zu erzählen zu diesen Modulen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass man diese Module einzeln anwenden oder als Pakete einsetzen kann und das stimmen wir dann eben individuell auch mit den Kunden ab. So, dann kommen wir zur Planung und der Durchführung. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass während einer Veränderung die Mitarbeiter verschiedene Phasen durchleben, in welcher sie sich eben emotional mit der Veränderung auseinandersetzen.
Ja, also wir haben die rote Phase, also die Phase 1 bis 3, wo eben die Vorahnung und die Ablehnung vorwiegen. Das ist die Zeit der Gerüchte und nein, mache ich nicht, will ich nicht, ne, geh weg. Und dann kommen wir zu der gelben Phase, wo wir uns wirklich auch mit der Veränderung beschäftigen und durch Lernen auch erste Erfolge verzeichnen können. Und dann in der grünen Phase beziehungsweise der sechsten, siebten Phase nach Richard Streich steigt dann auch die Selbstsicherheit und wir identifizieren uns mit der Veränderung. Also das ist wichtig zu verstehen, denn entsprechend dieses Modells ist eine sorgfältige Planung, wann wir die erarbeiteten Module und Maßnahmen umsetzen, elementar für ihren Erfolg. Also wenn wir zum Beispiel einen Go-Live-Termin nehmen und setzen diesen in die rote Phase ein, können Sie sich denken, dass das nicht optimal ist und im schlimmsten Fall dann auch zu einer Projektverschiebung, einem Projektstillstand kommt und das gilt es zu vermeiden. Das ist dann nicht schön. Genau, also Akzeptanzmanagement ist daher die logische Erweiterung des klassischen Projektmanagements. Ne? Also wir sehen hier einen Projektplan, wie er typischerweise dargestellt wird, mit den klassischen Maßnahmen, Timelines, Milestones, Aufgaben. Ja, und den ergänzen wir dann eben um die sogenannten weichen Faktoren, dem Acceptance Management, mit den Modulen, die wir vorhin schon mal kurz gesehen haben. Und da würden wir jetzt wirklich hingehen und die einzelnen Module, die wir ausgewählt haben, in den Projektplan einfügen, sei das als Zeitstrahl oder als Einzelevent. Und als Richtwert kann man sagen, dass mindestens 10% des Projektbudgets eben für Akzeptanzmanagement eingeplant werden soll. Und das macht Sinn, denn das Scheitern von Projekten liegt nämlich um ein Vielfaches höher. Ja, und dann kommen wir zur Reflexion, dem vierten Schritt. Da beschäftigen wir uns eben mit Fragen wie, waren die durchgeführten Maßnahmen erfolgreich? Wobei wir uns diese Frage im Idealfall nicht erst am Ende des Projektes stellen, sondern laufend. Dann können wir gegebenenfalls noch eingreifen, und können auch Erfolge kommunizieren, was auch sehr motivierend, für unsere Mitarbeiter und wahrscheinlich auch uns selber ist, wirkt. Ja, Mitarbeiterfeedback und natürlich fragen wir uns dann auch oder messen wir dann auch, ob die Projektziele erreicht worden sind. So, also zusammenfassend, Akzeptanzmanagement to go sozusagen. Der Mitarbeiter und der Kunde stehen in direktem Zusammenhang. Ne? Wir kennen dieses Bild bereits, denn sie stehen in direkter Kommunikation. Und dadurch, dass ein zufriedener Mitarbeiter, der seine Tools beherrscht und dem Kunden eine herausragende Customer Experience geben kann, lohnt es sich eben hier in Kommunikation und Training zu investieren. Und in unserer Zeit ist Veränderung allgegenwärtig und jeder Contact-Center-Mitarbeiter halt ständig dem Fakt ausgesetzt, dass er neuem begegnen muss, seien es neue Kanäle oder neuen Skills. Wir erinnern uns an die Icons, die auf den Mitarbeiter niederprasseln. Keiner verändert sich aber gerne ohne guten Grund. Und Mitarbeiter brauchen mindestens eine gewisse Sinnhaftigkeit, Transparenz und die Möglichkeit, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Und hierfür haben wir unsere Module, welche wir im Rahmen von vier klassischen Schritten einführen und gegebenenfalls anpassen, um eben den Ängsten unserer Mitarbeiter zu begegnen, sie abzuholen. Um sie zu begeistern. Und Kommunikation und Training in der richtigen Anwendung ist wirklich eine Wertschätzung zum Mitarbeiter, welche sich direkt auf den Kunden auswirkt und im nächsten Schritt auch auf die höheren Unternehmensziele. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich stolpere immer wieder über dieses Schlagwort Innovation, wenn ich mich mit Unternehmen beschäftige und ihren Zielen. Und ja, wir müssen oder wir dürfen innovativ sein und im Sinne der Digitalisierung eben Prozesse automatisieren und neue Tools einführen. Aber dies können wir nur mit unseren Mitarbeitern. Ja, ich hoffe, Sie haben etwas aus den letzten Minuten mitnehmen können und wenn Sie mögen, helfen wir Ihnen auch gerne dabei, nicht zu den besagten 70% zu gehören.
Ja, und in diesem Sinne, go digital, stay emotional. Danke vielmals.